Liebe Zuschauer, jetzt mal ganz so unter uns so. Nur Sie und ich. Nehmen Sie auch Ihr Handy mit ins Bad oder mit auf die Toilette? Und wenn ja, was machen Sie da? Schreiben Sie WhatsApp-Nachrichten oder surfen Sie im Internet? Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, sind Sie wahrscheinlich unter 35 Jahre alt. Denn 85% der Menschen unter 35 Jahren nehmen ihr Handy mit auf die Toilette und mit ins Badezimmer, um immer up to date zu sein. Was sonst noch gerade in den deutschen Bädern alles passiert, was renoviert wird, wie viel Geld ausgegeben wird und wohin die Trends gehen, das sehen Sie jetzt. Dampfdusche im Badezimmer, heute keine Seltenheit mehr. Das Bad bekommt nicht nur einen größeren Stellenwert, sondern auch einen neuen Look. Der Antrieb dahinter variiert von Generation zu Generation. Das hat eine Studie von Haus.de ergeben. Die Plattform für Renovierungen und Design hat herausgefunden, dass die unter 35-Jährigen ihr Bad persönlicher gestalten wollen. Hausbesitzer, die älter als 54 Jahre sind, renovieren aufgrund von familiären Veränderungen oder körperlichen Beschwerden. Wo sich die Generationen einig sind, das Bad soll heute Erlebnisoase, Wellnessbereich und Kommunikationsraum sein. Das hat ja auch die Hausstudie von diesem Sommer 2017 ergeben, dass die Eigentümer und Mieter auf jeden Fall mehr Badezimmerfläche möchten. Dann natürlich die Materialien, die Technologie hat Einzug genommen. Also allein schon die Fußbodenheizung, man fühlt sich einfach viel wohler, wenn der Boden warm ist. Der Fokus liegt dabei eindeutig auf der Dusche. Die Badewanne rückt in den Hintergrund. Im Trend liegen große Regenduschen, barrierefrei und mit vielen Funktionen. Also wir haben hier in dieser Dampfdusche die Möglichkeit, einmal mit einer Kopfbrause zu brausen. Habe eine normale Handbrause, konventionelle. Habe 6 Körperbrausen, die ich mir individuell auf meinen Körper einstellen kann, wo ich sage, da möchte ich gerne, dass mich das Wasser trifft, dass es einfach angenehm ist für den Körper. Habe nur die Kombination mit einem LED-Licht, sogar mit einem LED-Farbwechsel, wo man verschiedene Farben wählen kann oder die auch endlos durchlaufen lassen kann. Und noch zusätzlich die Kombination mit Radio, beziehungsweise kann man über Bluetooth entsprechend seine Musik, die man gerne haben möchte, darin abspielen. Für den Wellness-Gedanken wird ordentlich investiert. Im Durchschnitt geben die Deutschen rund 12.000 Euro für die Renovierung des Badezimmers aus. Dafür möchte man es dann auch ausgiebig nutzen. Die Studie hat wieder ergeben, dass die jüngere Generation unter 35, und das kann ich hier wirklich bestätigen, dass die Stunden im Bad verbringen mittlerweile. Also sei es durch Fitness, sei es durch Nachrichten schreiben, E-Mails lesen, Musik hören, natürlich ausgiebigst. Die Grenzen schwimmen sowieso. Es gibt ja kein klassisches Wohnzimmer mehr und kein klassisches Schlafzimmer mehr, sondern das ist alles irgendwie, die verschwimmen so. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Also irgendwann werden wir noch mehr Zeit im Bad verbringen, vermutlich. Kein Wunder, nutzen 85% der unter 35-Jährigen regelmäßig ihre Mobilgeräte im Badezimmer. Allerdings vielleicht nicht unbedingt unter der Dampfdusche. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.